Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. In der heutigen Folge wollten wir ja mal anfangen, die Rahmenblöcke hier, die sind hier oben, da, die wollen wir nach oben leiten. Gehen wir einfach hin, indem wir jetzt hier oben. So, ja, diese Reihe sein so. Diese Reihe natürlich. Wo ich runtergefallen bin. So, einmal darauf. Ich glaube, wir können einen sogar tiefer. So. Hier wieder ein Dreierfenster. Der hier. Der führt dahin. Muss jetzt mal eben hier mir was bauen. Das ist nur so provisorisch. Ja, anders kann ich das hier nicht regeln. Ach, Aluminium brauchen wir eh. Genau, darum war ich auch hier unten. Oder wollte ich auch hier runtergehen. Das wollten wir auch noch hier reinleiten lassen mit der Drohne. Aber jetzt muss ich erstmal das verkraften, was wir letztes Mal angeschlossen haben. Bevor sie weiter in Benutzung kommt. Das aus. Sieht gut aus. Nur noch das gleiche hier machen. Das zum Beispiel gar nicht. Das machen wir nochmal neu. Muss mal eben hier so. Nee, das geht auch nicht so. Muss das, wenn dann hier schön daneben setzen. Naja, geht nicht anders. Fällt eh am Ende nicht so auf, wie man ja hier gerade sieht. Außer vor uns jetzt, dass da so ein kleiner Knick drin ist. Aber da gehen die Sachen wieder raus. Na so. Das heißt, ich muss jetzt hier unten
eine Ebene tiefer. Muss ich mir das jetzt mal fertig machen? So, falls ich da wirklich was noch mitmachen möchte mit dieser Leitung, kann ich da ganz locker dran gehen. Ohne Probleme. Weil wir könnten auch. Könnten auch einfach das mal anders machen. Wir denken immer so einfach. So, das nochmal ab. Das ist zu krass, der Winkel. Der wäre jetzt kein Problem. Das hier wäre eher das Problem. Und das sieht doof aus. Also nein. War schön gedacht von mir. Wird aber nicht. Standardmäßig hier um die Kurve geleitet. Wie wir es vorher hatten. So, einmal geradeaus durch. Einmal hier weiter geradeaus. Ah, nee, stopp. War nicht so schön gerade. So, einmal hier rüber. Nein. Ach ja, da war ja ein Problem. Aber das ist ein Problem, das lässt sich lösen, indem wir das so machen. So. Damit haben wir das. Dann wollen wir natürlich in etwa irgendwo hier hin. Müssen wir gleich mal gucken. Das heißt, wir müssen erstmal nach oben kommen. Und dafür nutzen wir diesmal unseren Stromaufzug. Weil den haben wir ja hier. So. Sind wir auch schon mal ganz oben.
denn nur das? Oh, und... Also, jetzt brauchen wir wieder den. Und natürlich hier wieder ein Fenster. So, dann wollen wir mal hier MK5 anschließen. Und dann kommt das hier an. So. Da wir ja hier so viel haben. Genau, dann machen wir mal hier. Machen wir das mal so. Und dann ziehen wir das einmal bis nach hinten hin. Sind ja alles die Ressourcen, die wir hier am Ende benötigen. So. Dann haben wir das gleich. Damit haben wir die Leitungen hier. Jetzt kommt es folgendermaßen. Wir benötigen Mixer. So, in der einen Richtung können wir nur Rohre legen, auf der anderen Seite nicht. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist alles gar kein Problem. Wir können die Rohre auch hier runterziehen, dann nach rüber und nach oben. Dann heißt es, unsere Förderbänder sind gar nicht blockiert. Was wir aber nochmal benötigen, weil wir ja davon zwei bauen wollen, brauchen wir einmal hier diese Funksteuereinheiten, die wir noch nicht automatisiert haben. Super. Die Manufaktur war eh egal. Wir bauen erstmal einen Mixer. Würde ich halt gerne zwei bauen. Ich möchte euch jetzt nicht mit dem Craften aufeinander aufhalten. So. Schwierige Worte heute. Da wollen wir hin. So, falls einer hier daneben stehen sollte. Das war falsch. Falsche Geräte hingestellt. Ist eigentlich ziemlich simpel. Oder auch nicht. Wir bauen mal eben hier Splitter.
Dann machen wir erstmal den. Mit Splittern. So. Und so, ne? Oder warte mal. Die Idee ist noch mal anders. Ach doch, die war richtig. Ach Gott. Der muss noch einen höher. So, ich möchte hier nochmal einen Förderbandsplitter. Nein, das ist falsch. Ich möchte ja nach geradeaus weiterleiten. Also würde ich ja hier blockieren. Was? Tut mir leid, wirklich. So müssen die nämlich stehen. Mal fangen wir mit denen an. Und dann den ein bisschen weiter höher. Und zwar so. Mensch, das... Verzeiht mir bitte. So, das ist erstmal provisorisch angeschlossen, hier das Rohr. Okay, für das Kühlsystem brauchen wir das auch. Das bauen wir aber als letztes, würde ich sagen. Dann geht das jetzt hier so. Kriege ich den da oben einfach so. Nee, das sieht doof aus. Das sieht doof aus. Pass auf, das machen wir anders. Nochmal das ab. So. So. Das müssen wir jetzt nur noch clever hier einpacken. Zeigen, wir machen das so.
Würde auch gehen, ne? So. Einfach mal weg. Darüber. Und daran. Wird hier alles angeliefert. Das sieht kuddelmuddelig aus, aber Hauptsache es funktioniert. Uns mal hier den Strom nach oben. Soweit funktioniert das, aber das funktioniert nicht so ganz. Weil das zu nah dran ist. Wieso baue ich alles so kompliziert die ganze Zeit, Mensch. Das war falsch. Das ist Nummer 1. So. Und das ist Nummer 2. Und so klappt das auch, das daran zu schließen, ohne Probleme. So. Und jetzt können wir das gerne so machen, wie wir es vorne gemacht haben. So. So, das alles mal weg. Da kommt genügend rein an Stickstoff. So. Das weg, das daran schließen, in die Kurbel leiten, da dran. Und dann kommt das Zeug rein. Und es kann arbeiten. Und jetzt ist es eigentlich nur noch an uns. Flüssigkeiten kommen hier nicht raus, das ist gut.
So. Wo wollen wir das hinleiten? Wir wollen das eigentlich da wieder zurückleiten, glaube ich. So, dass es da hinten wieder runter geht. Wieder in unseren Lagersystem rein. Nur, dass es halt hier dann rauskommt. Wird nachher alles so verwirrend aussehen, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. So, wir machen hier erstmal Fusionator. Fusionator soll natürlich in unserer Richtung zeigen. Uns ist Aluminium wieder ausgegangen. Inventar. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann muss ich hier gleich noch mal hochspringen mit euch und das noch mal in einem K5 verändern, ne? Davon brauchen wir 50 Stück. In dieser Höhe kommt das. Okay, dann. Hey, wartet mal. Geh nochmal ins Lagersystem. Wir haben doch Platz, oder? Nicht einen Platz. Hier wird ja noch nichts reingeliefert. Gehe ich mal von aus. Gut. Dann wird da jetzt was reingeliefert. Und zwar werden da jetzt die... Wie heißen die eigentlich? Lok. Ich habe das jetzt nicht gerade im Kopf. Ärgerlich. Voll bringt es so viel. So, einmal eben wechseln. Wir haben es gleich und dann wissen wir auch, was wir da reinpacken müssen. Und dann lassen wir es doch nicht da lang laufen. Es wird hier mit rein geliefert. Also wird doch nicht so einen langen Weg haben. Eben wieder wechseln. Wir müssen hier unbedingt irgendwie Strom überall haben. Verschmolzene modulare Rahmen. So, gehen wir hier runter. Hier. Hier gehen wir dann ran. Dann können wir eigentlich dann schon an den
mit rangehen. So, dann machen wir hier auf. Machen hier eine Wand rein. NK5. Hat 1 kommen. Danke, so kann ich wenigstens das hier miteinander. Soweit schon mal hinknüpfen. Wir müssen gleich Aluminium holen. So, dann wird hier hinten, müsste der Container hier sein. Genau, verschmolzenes. Gut, dass es geklappt hat. Verschmolzener modularer Rahmen. Vielen Dank. Wird das jetzt da rausgefiltert nach links in den und wir holen uns eben Aluminium und dann müssen wir noch den Computer, Supercomputer müssen wir auch noch hier mit rein, den lassen wir auch hier mit durchleiten. Was haben wir hier? Super. Supercomputer werden dann da reingeleitet. Gut, dann haben wir das. Jetzt brauche ich mal eben Aluminium. Können wir das nämlich eben gemeinsam noch auf MK5 machen? Das speichert jetzt viel öfters, habe ich das Gefühl. Habe ich irgendwas getan? So, das hier hätte ich abbauen können. Mensch. So, wie wir hochkommen, ist ja ganz klar. Nein, so. Einmal wechseln. Strom haben wir hier. So. Dann wird das nämlich mit MK5 gefördert. So. Eigentlich müsste ich das nicht auf MK5 upgraden, aber ich mag es, wenn es auf MK5 alles ist. Es läuft alles viel schneller rein ins Lager. Das ist alles MK5. Wisst ihr? Und dann ist es alles so einheitlich. Und darauf kommt es am Ende auch an. So. So. Ja Mensch, wann kommt das hier alles rein? Wird unten reingeliefert. Und wir sind zufrieden.
wieder eine Sache mehr, was gelagert wird, beziehungsweise ausgelagert wird hier in unser System rein. Und im Endeffekt können wir dann wissen wir auch gleich, wo wir es herbekommen, ne? Eigentlich wollte ich das so sortieren, dass halt die ganzen Rahmenblöcke nebeneinander hängen und so weiter. Aber das kriegen wir momentan nicht hin. Das muss ich das Lagersystem nochmal alles umbasteln. Werden wir, glaube ich, uns irgendwann nochmal vornehmen. Aktuell ist das alles erstmal toll, dass das alles hier reinkommt und ich nicht mehr tausendmal irgendwo hin und her rennen muss. Aber ich würde jetzt sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir werden uns in der nächsten Folge mal angucken, wie wir halt dann noch den Supercomputer nach unten leiten. Was wir müssen noch von Aluminium hier rüber leiten. Dass halt die Drohne halt noch ein bisschen davon halt mit rüber transportiert. Das sind so Sachen, was wir auf jeden Fall mal rüberbringen müssen. Soll das jetzt erstmal gewesen sein. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.